Hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen da zur Tagesenergie für Donnerstag, den 29.08.2024. Ich überlege, ob alles richtig war. Das ist ja immer mal wieder falsch. Auch wenn ich mich noch so konzentriere und ein Zettelchen hier liegen habe, wo ich mir alles aufschreibe und trotzdem passiert ist. Ihr Lieben, schön, dass wir hier zusammenkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Wir legen in dieser Woche wieder mit denselben Karten, und zwar mit denselben Tarotkarten von Katrin Wildstein, das mystische Tarot. Dann habe ich von Christel Fania die Kipperkarten und ich habe aus dem Licht und Schatten aus dem Licht und Schatten Verlag die Lenormand-Karten. So, wir schauen mal rein. Was dürfen wir denn jetzt wissen? Ich muss mal kurz in die Energie gehen. Also ich gehe sowieso vorher schon. Ich bin ganz oft gefragt worden, wie machst du das, Astrid? Wie legst du die Karten? Ich will erst gucken, was darunter ist und dann will ich es euch sagen. Ich habe die Königin der Kelche und die Vier der Kelche. Die Königin der Kelche ist die hochempathische Frau, die hier voll Empathie für ihre Umwelt, aber auch für sich ist. Und die Vier der Kelche ist, dass dir etwas geboten wird von der geistigen Welt, was dir gar nicht so gefällt. Und die Karten sind so rumgefallen. Ich habe sie zwar anders aufgedeckt, aber sie sind so rumgefallen. Also tatsächlich, diese Vier der Kelche, das ist noch nicht zu sehen. Wir erlauben uns heute einen Blick in die Zukunft. Machen wir immer. Bei dem anderen ist es aber schon passiert. Bei dem nächsten kommt es morgen. Bei dem nächsten kommt es erst in 3 Monaten. Das ist ganz verschieden, ihr Lieben. So, wir haben die 6. Kelche ist die Vergangenheit. Wir haben die 8 der Scheiben. Das ist die Arbeitskarte. Und wir haben den Tod. Ihr Lieben, ist keine schlechte Karte. Wir haben den Pagen der Schwerter. Den Herrscher in der Mitte und die 10 der Münzen. Hier steht 10 der Scheiben, aber es sind die 10 der Münzen. Wir haben das Rad des Schicksals, der Ritter der Schwerter und wir haben die 4 der Scheiben. Hier dieses Rad des Schicksals hat in der Vergangenheit, hier haben wir die 6. Kelche, es ist hier die Kindheitskarte, es ist die Zeit der Jugend, die Zeit des Großwerdens habe ich hier. Und dieses Rad des Schicksals ist damals schon losgetreten. Hier passiert jetzt etwas, was du mit der Zeit verloren hast. Ein Gefühl, eine Gabe vielleicht, die sich jetzt wieder zeigt. Mit den Pagen der Schwerter habe ich hier, das ist der Bube der Schwerter. Das ist die Energie, das hier gelernt wurde. Die Schwerter sind die Gedankenkarten. Und hier wurde gelernt. Und dieses Wissen wird jetzt hier in die Welt getragen. Und es hat damals in der Kindheit schon angefangen. Und dieses Rad des Schicksals hat in der Vergangenheit tatsächlich schon begonnen, sich zu drehen. Aber es hat sich irgendwie verloren. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es in der Vergangenheit liegt, ist es auch da liegen geblieben. Mit dem Herrscher in der Mitte, der hier auf die 10 der Münzen schaut, habe ich das Gefühl, dass er derjenige ist, der hier gelernt hat. Ich habe auch das Gefühl, dass er jetzt das in die Welt trägt, aber eben auch in die Zukunft. Dass er vielleicht daraus schon etwas gemacht hat, damit sein Geld verdient. Mir fällt hier ein, wenn jemand vielleicht Massagen gelernt hat, egal, vielleicht energetische Massagen gibt. Das ist auch möglich. Das ist das, was mir hier reinkommt. Das hat er als Kind schon immer gerne gemacht. Er war derjenige, der jeden, dem irgendwie was ein Zipperlein wehgetan hat, wo er gesagt hat, komm, ich massiere dich mal. Und dann hat er das gemacht. Und dann ist es aber stecken geblieben. Und jetzt hat er mit dem Ritter der Schwerter das weitergetragen. Wir haben den Pagen der Schwerter, das ist das Kind. Wir haben den Ritter der Schwerter, das ist der junge Ungestüme. Und er hat hier mit Feder und mit hier dieser Feder hat er gelernt. Das ist die Lernkarte.
Der Ritter der Schwerter ist normalerweise eine andere Energie, aber hier nicht. Und das hat er sich. Er beherrscht das jetzt. Dieser Herrscher, der ist manchmal mit einer negativen Energie behaftet und das habe ich hier überhaupt nicht. Er hat das damals gelernt, er hat das jetzt perfektioniert und er beherrscht das jetzt. Und jetzt, im nächsten Schritt, haben wir die vier der Scheiben. Das ist etwas, woran man klammert. Und mit dem Tod, das ist das natürliche Ende. Es kann sein, dass diese Lernphase, die von früher begonnen hat, jetzt dem Ende zugeht. Wir schauen mal weiter. Ja, da haben wir den Teufel. Vielleicht ist es sogar so, dass das, was er hier in der Kindheit gelernt hat oder immer lernen wollte, gar nicht so gut war. Dass er vielleicht, ich soll sagen, also hier kommt ganz deutlich rein, dass man etwas gemacht hat, was nicht rechtens ist. Vielleicht hast du gelernt, dich in die Energien der anderen zu begeben und hast das gemacht, hast das verfeinert, hast das ausgearbeitet, aber das ist nicht in Ordnung. In eine Energie eines anderen zu gehen, da musst du die Erlaubnis haben von demjenigen. Ansonsten finde ich es das übergriffig. Und ich habe so das Gefühl, dass genau das jetzt stirbt, dass du es verstanden hast, dass du vielleicht es jetzt erst verstanden hast, dass das nicht rechtens ist. Du hast aber daran geklammert, du hast das so gelernt, das Rad des Schicksals hat das in der Vergangenheit so angetriggert, du hast es so gelernt und du hast daran festgehalten. Und jetzt verstehst du, jetzt wo du dein Geschäft beherrschst, ich habe auch was mit Finanzen und Steuer zum Beispiel, dass du sagst, nee, so will ich das nicht mehr. Ich will mein Geld verdienen, ja. Aber auf ordentliche Art und Weise. Ich möchte hier niemandem was unterstellen, das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Es kann auch einfach sein, dass das für mich eine Sache ist, die ich nicht in Ordnung finde. Aber Tausende von anderen Menschen finden das in Ordnung. Das muss hier nichts sein, was verboten ist oder so. Aber irgendetwas hast du hier in der Kindheit schon angetriggert. Und hast es im Jetzt beherrscht oder verfeinert, fertiggestellt. Mit dem Ritter der Schwerter hast du es schriftlich fixiert, sodass du jetzt dein Handwerk sozusagen beherrschst. Und dann kann es auch sein, dass du jetzt daran klammerst, weil du es beherrschst und dass dieses hier, der ist noch nicht fertig, dass dieses Nicht-Fertig-Sein jetzt stirbt. Sondern dass du fertig wirst, dass du fertig wirst und in die Fülle gehst mit den 10 der Scheiben, ihr Lieben, das kann natürlich auch sein. Und dass diese teuflische Energie, die hier liegt, eben, die, schaut mal, der Teufel und der Tod, die sind sich ja zueinander gerichtet. Das heißt also, dass hier, dieses endlose Lernen, habe ich das Gefühl, dass das jetzt hier aufhört. Das endlose Lernen aus der Kindheit schon. Hier ist die Militärperson rausgefallen, ihr Lieben. Ja, wie mache ich das? Wenn ich für dich die Karten lege oder die Seelenerlösung machen darf, dann gehe ich nach oben in die geistige Welt, verbinde mich mit denen und dann verbinde ich mich mit dir von Herz zu Herz. Und in dem Moment, wo ich mich mit dir von Herz zu Herz verbinde, spüre ich das, was du spürst? Ich sehe das, was du erlebt hast. Ich habe deine Erinnerung in meinem Kopf. Ich rieche das, was du riechst. Und ich fühle das, was du fühlst. Und so kann ich für dich mit deiner Energie, du hast mir die Erlaubnis gegeben, mit deiner Energie deine Karten legen. Und so können wir ganz genau auf dich schauen, ganz persönlich auf dich, wenn du ein Problem hast. Wir können ganz persönlich deine Schnüre trennen. Wir können in deine Vergangenheit gehen bis zu deiner Geburt und sehen, was hast du erlebt, was können wir trennen.
Oder wir gehen in deine früheren Leben, wir schauen uns deine Krankheiten an. Kommen sie aus der Ahnenreihe oder kommen sie aus deinem früheren Leben? Hast du sie mitgebracht? Oder ist es vielleicht ein Fluch? Ein Fluch, den deine Ahnen erlebt haben und dir weitergegeben haben? Ich verbinde mich mit dir von Herz zu Herz und deswegen kann ich für dich die Karten legen. Und genauso mache ich das hier. Ich habe mich mit dem Donnerstag des 29.8., ich habe mich mit dem Tag verbunden. Und deswegen ist das die Legung für diesen Tag. Aber es ist natürlich, wenn du das hier erst in einem Jahr findest, dann gilt diese Energie für dich für in einem Jahr. Wir schauen mal, auf die Sechs der Kelche ist das große Wasser gekommen. Wir haben hier die Vergangenheitskarte, die Nostalgiekarte. Und das kommt jetzt ins ruhige Gewässer. Ich spüre hier ganz deutlich, dass das tosende Gewässer, das Schlimmste, würde ich fast sagen, ist vorbei für dich. Wir haben mit den Pagen der Stäbe, Schwerter, die traurige Nachricht. Ja, und die traurige Nachricht, schaut euch mal an, wenn diese traurigen Tränen münden in den Perlen, die etwas Wertvolles darstellen. Diese traurige Nachricht ist für dich eine traurige Nachricht, aber sie verwandelt etwas, sie verändert etwas. Ich will fast sagen, vielleicht bekommst du die traurige Nachricht, dass du die Arbeitsstelle wechseln musst und du musst innerhalb des Hauses, innerhalb der Firma zu einem anderen Posten wechseln. Das macht dich traurig, weil du dich da, wo du arbeitest, wo du bist, hast du dich gut verstanden mit allen. Die Arbeit hat dir Spaß gemacht. Aber sei sicher, es ist was Wertvolles für dich gedacht. Die Engel meinen es immer gut mit dir. Das Leben meint es immer gut mit dir, wenn es auch nicht immer so aussieht. Aber am Ende des Tages erntest du die Perlen. Auf dem Rad des Schicksals haben wir die kurze Krankheit. Wie ich eben sagte, es hat ausgesetzt. Dieses Rad des Schicksals ist in deiner Kindheit, hat sich das schon gedreht. Und diese ganzen Zahnräder haben sich schon gedreht und irgendwann sind sie stehen geblieben, ist das Herz stehen geblieben. Irgendwann ist das Herz über diese Situation, über die wir hier sprechen, stehen geblieben. Und es war noch nicht fertig. Du warst mit deiner Arbeit noch nicht fertig. Das hier ist die Acht der Scheiben. Ich finde den Schmetterling so, wie er ist, perfekt. Und dennoch warst du noch nicht fertig. Du nimmst jetzt den Pinsel und machst den Schmetterling fertig. Und dann kann er fliegen und du bist mit deiner Arbeit fertig. Du sollst auch nicht so perfektionistisch sein, sagen die Engel. Nimm die Dinge auch einfach mal so an, wie sie sind, weil sie sind dir so geschickt worden und vielleicht sind sie tatsächlich auch so gewollt. Wir schauen mal darauf, was ist denn da drauf jetzt gefallen? Wir haben das Geschenk. Genau, du bekommst jetzt das Geschenk, deine Arbeit fertig zu machen. Und trotz Angst weiterzugehen, weil du deine Arbeit oder diese Situation oder vielleicht auch das Gefühl jetzt einfach beherrschst. Vielleicht hat dich hier in der Vergangenheit als Kind ein Gefühl immer und immer wieder getriggert. Und jetzt schaffst du es aber, das abzuschließen, dieses teuflische Gefühl, was dich immer krank gemacht hat. Ich habe wirklich ganz deutlich, dass du hier etwas abschließt, was dich vielleicht seit der Kindheit begleitet, was mal Pause gemacht hat, aber es war noch nie fertig. Und jetzt haben wir mit dem Ritter der Schwerter und der reiche gute Herr. Und das ist der, der reinrutscht. Das ist der, der hier jetzt etwas aufschreibt, also ich sehe ihn, ich sehe diesen reichen guten Herrn, wie er mit diesem Füller hier den Punkt setzt. Er hat seine Geschichte geschrieben und er setzt jetzt dahinter den Punkt. Und das ist das Jetzt, ihr Lieben. Der hat schon Angst, aber er hat erkannt, dass er trotz Angst weitergehen muss, wenn er das jetzt fertigstellen will. Sonst ist er in dieser Schleife immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder.
Und zwar morgen, übermorgen, nächstes Jahr, in 10 Jahren, in den nächsten 3 Leben. Jetzt ist hier und heute die Chance, etwas abzuschließen, den Punkt zu setzen. Auf dem Tod ist gefallen das unverhoffte Geld. Ja, hier stirbt etwas plötzlich. Und es kann sein, dass es hier einen Aha-Effekt gibt, dass du endlich etwas verstehst. Ach ja, natürlich. Und dann denkst du um und dann ändert sich dein Leben. Ich habe auch immer wieder im Moment, dass ich mit Kunden die Glaubenssätze neu, ihre Glaubenssätze neu schreibe. Dass ich in der Seelenerlösung dich von den alten und den schlechten und den guten Glaubenssätzen löse, weil es ist immer wieder, zeigt es sich, dass die guten Glaubenssätze gar nicht so gut sind. Und dass wir uns dann zusammensetzen und, weiß ich nicht, die 7 Bereiche, die dein Leben ausmachen, Persönlichkeit, Beruf, Berufung, Finanzen, Familie, die Liebe, ja, die Kinder, dass wir da die Glaubenssätze neu schreiben und zwar gemeinsam schreiben. Und ich denke mal, dass ich das auch demnächst anbiete, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß nicht, wie man die schreibt, weil du sollst sie positiv formulieren, du sollst sie aber für dich formulieren. Das heißt, wenn bei der Persönlichkeit gefragt ist, wie möchtest du sein und du schreibst dann hilfsbereit und empathisch, bist du das immer nur für andere. Nein, du willst selbstbewusst und selbstbestimmend sein. Und das sind so Dinge, wenn du das weißt, verändert sich dein Leben. Wir schauen mal rein, die 10 der Scheiben. Das ist dieser gute Herr, der hier auch auf diesem Holzklotz hier sitzt. Der weiß genau, wie es geht, weil er verstanden hat, wie er jetzt in seine Fülle kommt. Und Fülle hat nicht unbedingt mit dem Materiellen zu tun. Und mit die 4 der Scheiben, da haben wir die männliche Hauptperson. Leute, das ist hier viermal, dreimal der Herr. Und ich glaube auch, ich möchte mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, hier mit der Militärperson sind das alle 4 männlichen Hauptkarten, die überhaupt in den Kipperkarten drin sind. Ist wieder ganz tolles Deutsch, aber genauso habe ich es gemeint. Es gibt nicht mehr männliche oder Karten, die für die männliche Energie stehen. Das hier ist also entweder sehr aktiv, weil die männliche Energie für die Aktivität steht, oder es geht um dein Gegenüber, weil mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame. Immer. Und die Dame steckt hier mit den Köpfen in den Wolken. Sie weint hier und sie ist hier am Anmalen. Tatsächlich ist sie aber auch mein Zuseher, meine Zuseherin, die Königin der Kelche. Diese hoch, hoch, hoch empathische Frau, die den Blick auf sein Herz bringt. Ja, und dann haben wir ihn hier. 1, 2, 3, 4. Viermal im Herzen, aber vor allen Dingen im Unterbewusstsein. In deinem Unterbewusstsein hat diese männliche Energie einen unfassbar großen Stellenwert, einen großen Platz. Auf den 6 der Kelchen, auf der Vergangenheit und dem großen Wasser sind die Engelsflügel jetzt gefallen. Ihr wird jetzt, die Engel reichen dir jetzt, hier, dir, der hochempathischen Frau, mit den 4 der Kelchen, etwas, was dir nicht passt. Und jetzt ziehst du die Karte auf. Das heißt also, wenn die Engel sich bewegen aus diesem großen Wasser, aus dieser Ruhe heraus, dir etwas reichen, was dir vielleicht eine traurige Nachricht bereitet, einen traurigen Moment bereitet. In diesem Traum, es kann sein, dass du einfach anfängst zu weinen. Und dann ist aber genau in diesem Moment, darfst du nicht fragen, was ist denn jetzt los? Oder erzähl deiner Freundin, ich musste einfach anfangen zu weinen. Nein, geh in die Stille und hinterfrage, warum musst du anfangen zu weinen? Und genau darin ist die Antwort. Und das ist das, was die Engel dir gerade reichen. Der Page der Schwerter, die traurigen Nachrichten, und hier haben wir das Gipfelkreuz. Dieser Berg ist eigentlich die Blockade, aber schaut mal, da oben ist doch die Fahne. Es ist die, wie sagt man denn, die Gipfelfahne. Und du schnürst jetzt deine Schuhe und du gehst da hoch. Der Page der Schwerter, der hat sich einen Plan gemacht, der hat hier, die Militärperson, die macht nichts ohne Plan.
Und trotz dieser traurigen Nachricht geht sie weiter. Sie geht den Weg weiter bis da oben hin. Die schauen wir uns gleich an. Jetzt gehen wir mal auf die 8. Scheibe und das Geschenk. Und das Geschenk ist tatsächlich die Liebe. Das Geschenk ist deine Herzensenergie, die du damals schon angeleiert hast. Du hast die in der Kindheit schon begonnen. Du hast schon daran gearbeitet. Und dein Geschenk ist jetzt, dass du deine Herzensangelegenheit weitermachen kannst. Und zwar ins Glück, trotz Angst und Stress. Das will ich dir deutlich machen. Es ist dein Glück. Und ich sehe, wie diese Hand hier von diesem Berg da oben ganz viele vierblättrige Kleeblätter abpflückt. Habe ich das nicht toll gesagt? Ich habe mich nicht konzentriert. Ich sehe, wie diese Hand hier oben das ganze Feld abpflückt und dir einen ganz großen Strauß reicht. Nicht nur das Herz, die Liebe, die Leidenschaft zu dir, zu jemand anderem, zu einem Ort, zu einer Arbeitsstelle, zu einer Arbeit, sondern auch ganz viel Glück. Hier wird dir das Glück gereicht. Mit dem Ritter der Schwerter, der aufschreibt und der reiche gute Herr, haben wir hier den Bauch und das ist die Vorbereitung zum Neubeginn. Und jeder weiß, der schon mal ein Kind bekommen hat, dass diese Vorbereitung schon eine spannende Zeit ist. Oder auch die noch keine Kinder haben, dass wenn du ein Projekt hast und du weißt ganz genau, am 1. Oktober gehst du damit raus. Was ist dafür noch zu tun? Es ist noch viel zu tun. Es ist noch viel Arbeit. Es sind vielleicht die ein oder anderen Möbel muss man noch zusammensetzen. Vielleicht ist es aber auch eine Webseite, die du noch fertig machen willst. Und du bist jetzt hier in dieser Phase mit diesem Ritter der Schwerter, der hier aufschreibt und schreibt und ganz fleißig ist, aber dennoch den Punkt setzt, weil dieses Kind kann jetzt geboren werden, dein Projekt kann geboren werden. Der Tod unverhofftes Geld und da haben wir die Lilien drin und die Lilien sind die Familie. Es ist aber auch die Harmonie und hier kann es sein, ich habe hier die Harmonie, es kann sein, dass hier vor lauter Vorbereitung die Harmonie ein bisschen wackelt, dass die Harmonie entweder ganz plötzlich in dein Leben kommt, weil die Webseite ist raus und es funktioniert einfach alles einwandfrei. Es kann aber auch sein, dass die Harmonie gestört wird. Die Webseite geht raus und dann auf einmal rasselt es, weiß ich nicht, tausende von Anfragen. Und du kriegst das gar nicht gewuppt, du kriegst das gar nicht geschafft. Und das geht schnell. Wenn es mal raus ist, das, was hier in der Vergangenheit, in deinem Leben, in deiner Kindheit begonnen hat, dann geht schnell. Wir haben die 10 der Münzen, den guten Herrn und das Haus. Ja, der kommt nach Hause zu dir. Und der bringt dir seinen Wunsch, nach Hause kommen zu dürfen. Er fragt dich. So wie ich gesagt habe, ich brauche die Erlaubnis, dass ich in die Energie eines anderen reingehen kann, damit arbeiten oder darin arbeiten kann. So fragt er dich, ob er zu dir nach Hause kommen darf. Ob er bei dir auch zu Hause ankommen darf. Ich hoffe, das denke ich, habt ihr verstanden. Die 4 der Scheiben, die männliche Hauptperson und der Fuchs, ja, der ist schlau. Und man sagt immer, dort, wo der Schwanz des Fuchses hinzeigt, ist die Wahrheit und die Wahrheit steckt in diesem Neuanfang, ihr Lieben. Die steckt in dieser Aufregung, die jetzt gerade, und wir sind ja hier im Jetzt. Und da haben wir den Herrn, dieser Herr, der seine Blume in die Zukunft geben möchte, der diese Entscheidung im Kopf hat, aus dieser teuflischen Energie rauszugehen. So, jetzt setze ich den Punkt, indem ich das hier umdrehe und hier kommt das Rad des Schicksals wieder ins Fließen. Es bewegt sich wieder. Und die kurze Krankheit, das finde ich sehr interessant, die ja hier übermalt wird,
Die decke ich jetzt auch ab. Das heißt, es kommt wieder ins Fließen. Das aus der Vergangenheit kommt wieder ins Fließen. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Vielleicht mögt ihr mir ein Like geben oder mich abonnieren. Das würde mich riesig freuen. Macht's gut und habt einen schönen Donnerstag.